So. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Nexomon. Eine weitere Folge. Ich weiß, die Folge bleibt spannend. Wir haben noch zwei vor uns plus Omnicron. Drei haben wir schon. Und jetzt nur noch hier Blitz und Wind. Das wird, wenn das hier Wind ist oder Wasser? Ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall gehen wir zum Blitz. Das blitzt sich fest und wir kriegen immer wieder neue Fragmente. Oha, was ist denn da passiert? Aha. Aha, und ihr seid? Ich weiß es einfach nicht. Die ganzen Bauern sehen einfach gleich aus. Hä? Was ist denn hier passiert? Diese Zerstörung ist der Zorn des großen Zetter. Der große Zetter? Er herrscht über diese Berge und ich bin sein treuer Aufseher. Wer sich widersetzt, macht Bekanntschaft mit seinen Blitzen. Wir sollten ihn suchen. Der Wächter muss in der Nähe sein. Ohne meine Erlaubnis geht ihr nirgendwo hin. Wenn ihr zu Zetter wollt, müsst ihr mich für das Privileg bezahlen. Das wären dann 50 Millionen Münzen. Verprügeln wir ihn einfach. Kämpfen wir gegen ihn, sobald du bereit bist. Ja, jetzt. Eigentlich. Okay, mit die Einwohnerin reden wir nicht, wie immer. Das verwechselt nur zu weiteren Verwechslungen. Wir kämpfen einfach gegen ihn. Ihr wollt gegen mich kämpfen? Na klar. Dann los. Er hat 5 Stück. Gut, ich bin gespannt. Ja. Langweilig. Bam, tot. Der nächste. Langweilig. Oh, verwirrt. Komm, schlag ihn. Hallo? Nein. Nicht sterben. Ich wechsle immer schnell aus. Mit meinen 80 irgendwas. Ja, genau den. Der ist stark genug. Oh, das war die falsche Attacke eigentlich. Aber Sandsturm geht auch. Da fehlt mir Erdbeben. Warum mache ich die Attacke Erdbeben nicht? Wo ist das hin? Ich soll irgendwas Sandstopp schmeißen. Ah. Okay, nach dem Kampf muss ich mal da was ändern. Sorry, aber das gefällt mir nicht. Das Boom und Rüttel, Schüttel, das fehlt hier. Ich kann nicht mit Sandstaub schmeißen. Das ist unwürdig für einen Wolf. Und ich werde hier nicht unwürdig sterben. Vergiss es. Mach Sandstaub, genau. Das führt nicht zum Erdbeben. Schade. So, wir schauen mal. Was? Das werdet ihr bereuen, ihr Bauern. Aha. Okay, wie auch immer. Oh, anscheinend hat der Wächter es bevorzugt, eine Welt zu erstellen, in der Zetter der König ist. Suchen wir ihn. Ja, aber erst nachdem ich hier mal kurz die Attacken gewechselt habe. Bei meinem Wolfi. Da die Fähigkeit gefällt mir überhaupt nicht. Das hier weg, das rein bitte. So, beißen und kratzen lassen wir drinne. Das nehmen wir raus und nehmen stattdessen dafür diese Attacke. Ja, genau. Super, jetzt haben wir alles richtig. Ich hoffe es. Hier auch mal gucken, Fähigkeiten. Sind nur Windattacke, ne? Kratzen.
Wind und Schnee. Ich kann ja Schnee und dann dieses komische Ding. Wirft deinen Gegner umher, aber beeinträchtigt damit seine Orientierung. Kühlende Lüfte. Ja, lass mal drinne. Sechs Angriffskosten, sechs ST-Kosten, 11, 10, 13, 20, 15, 12. Wo war denn hier? Passt schon. So, hier mal kurz die Fähigkeiten angucken. Gut, die haben wir soweit so gut. Kann alles so bleiben. Gut. Moment, ich muss das hier noch überprüfen. Okay, da fehlt eindeutig Giftangriff. Wo ist das? Nein. Das. Genau. Alles andere kann so bleiben, wie es ist. Zur Not kann ich noch das hier auswechseln. Super. Gut, jetzt haben wir alles. Schön. Gefällt mir. Wir kommen immer auf unseren Level-Niveau der Nexomon näher. Oh, können wir schon. Weg mit ihm. Nice. Gut, müssen wir nach rechts oder nach links? Nach links sieht das eher aus. Das sieht eher so nach links aus. Okay. Haben wir hier noch irgendwo ein Fragment? Normalerweise... Ich gehe mal rechts. Links sieht so offensichtlich aus. Normalerweise müsste hier doch irgendwo noch so ein Kristalli sein. Ganz geradeaus geht nicht. Ah, da liegt was. Nimm mal mit. Ja, ja, ja. So, und dann gehe ich mal hier lang. Und schau mal, ob hier irgendwo... Kann es sein, dass ich den richtigen Weg die ganze Zeit nehme? Oh, oh. Bitte nicht. Das ist ein Nexomite. Da will ich hin. Ich Nexomite. Yes. Nice. Okay, ich gehe mal den nicht auf... Ich gehe schon wieder den auf jetzt... Auf den... Ah, Mann, verdammt. Töte ihn. Gut. 20 Level unter uns. Das ist immer noch easy. Supi. Wir haben nur einen legendären in der Zeit gesammelt. Ist trotzdem nur supi. Oha. Wir sind den offensichtlichen Weg genommen. Wir haben den offensichtlichen Weg genommen. Ah, verdammte Axt. Ich wollte doch bloß... Nach dem... Oh, 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 oh. Den haben wir noch nicht. Da muss ich leider... Tut mir leid, dass ich jetzt euch die Zeit vergolde, aber ich muss den haben. Ich muss den haben. Ich kann ihn nicht angreifen, ohne den gleich getötet zu haben oder töten zu werden. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich möchte den unbedingt haben. Und ich traue mir nicht, diesen goldenen Nexo-Trap zu nehmen, weil ich Angst habe, Legendäre nicht mehr einfangen zu können. Das ist... ja. Das ist das, was ich möchte. Nicht verlieren. Natürlich. Da gehen jetzt noch ein paar Nexo-Traps drauf und ein paar Nexomons. Solange dieses Nexomon sich weigert, gebe ich keine Ruhe. Ah, gut. Sieht interessant aus und sehr rustikal. Gut. Ah, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Er hat sich mit sich reden lassen. Gott sei Dank. Ab in die Nexo-Box. Jetzt haben wir einen Nexomon wieder mehr. Gut, das war der offensichtliche Weg und ich nehme mal den anderen Weg. Weil ich noch nach so einer Fragmentenausschau Ausschau halten möchte, um nicht mit leeren Fragmenten oder zu wenigen Fragmenten mega selten. Oh, es tut mir leid, es tut mir sowas von leid. Ah, ich muss es fangen.
Es ist mega selten und mega selten bedeutet, die sind total selten und tauchen sehr, sehr wenig auf. Und ja, nehmen wir unseren Legendary. Ich bin immer noch stolz auf den einen Legendär, auch wenn er bloß Wind ist. Aber dieses Wasser mega selten möchte ich unbedingt haben. Also, da gibt es kein Vertun. Wäre es legendär, so wie er hier, ne? Dann hätte ich gesagt, gut, jetzt nehme ich den goldenen Nexo Trap. 100% Einfangchance, aber wir nehmen den normalen für den mega seltenen. Und so viel goldenen Nexo Traps habe ich leider nicht. Ich weiß ja nicht am Ende der Geschichte, ob dann goldene Nexo Traps gibt zu kaufen. Ne? Im Spiel meine ich. Nicht jetzt hier mit echter Währung oder so. Wäre da keine Abneigung dazu, ne? Aber ich hätte schon ein bisschen mehr goldene Nexo Traps. Die sind total selten, goldene Nexo Traps. Und dieses Tierchen ist auch mega selten. Auch wenn das nur, naja, für die Liste ist der Nexamons. 310 insgesamt gibt es. Plus, also minus Entwicklungen, die werden dann dazu gezählt. Wie ich das sehe. Aber ich vermute mal, ich muss mit den Nexamon doppelt, also auf Maximum Level kommen. Da gibt es kein Vertun. Irgendwann muss ich meine Nexamons auf 100 leveln. Auch wenn es blöd ist und langgierig kacke ist, ich muss sie irgendwann auf 100 bringen. Glaube ich zumindest, um stärker zu sein. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Sorry an der Stelle, dass ich euch die Zeit stehle, wieder mal ein Noxomon zu versuchen zu sammeln, einzusammeln. Ich kann ihn nicht angreifen, weil ich mache den One-Hit. Das ist nicht gut. Auch wenn ich bloß mit Vergiftungseinsätze mache, der wird sterben. Weil der hartnäckig ist. Auch wenn es blöd ist. Ich weiß, man kann Nexomon austauschen und so weiter und so fort, aber möchte ich tatsächlich nicht. So, und diesen mega seltenen schicke ich zur Box, weil ich möchte die, die ich jetzt aktiv habe, erstmal behalten. Würde ich noch einen legendären gegenübertreten? Ja, dann würde ich mir das nochmal überlegen. Austauschen. Ansonsten so lasse ich's. Oh, ich sehe schon. Nein. Wir brauchen einen Top-Wiederbeleber. Genau. Und ein Elixier. Das war total sinnlos, war. Egal. Auf jeden Fall versuche ich auch hier so wenig wie möglich da irgendwo reinzutreten. Da. Da hinten ist noch so ein Trap. Fragment, Entschuldigung. Und das Problem ist, bei diesem Fragment, ich komme da nicht ran. Und warum nicht? Weil dieser Schatten da stört. Lass uns die Kraft von Fenrir nutzen, um das Feuer zu beseitigen. Echt? Oh. Ja, gut. Ich dachte, es funktioniert nicht. Alles klar, so. Da haben wir noch ein Fragment. Da kommen wir nicht rein. Die Frau ist uns hier irgendwie im Weg. Was macht ihr hier draußen? Sucht Schutz? Darf ich da nicht rein? Darf ich nicht? Nee, ich darf da nicht rein. Okay, schade. Schade, echt schade, dass es nicht weitergeht. Jetzt müssen wir diesen Weg von Zeta gehen. Von diesem komischen Rotzbengel, der sehr frech ist. Und hochmotiviert ist, so angeberisch zu rum zu pausauen, ne? Das mag keiner, ist total widerlich. Aber leider gibt es solche Menschen.
Leider gibt es heutzutage immer noch solche Menschen. Total abgehoben und... denkt man sich auch, dem hat man ins Gehirn geschissen. Oh, da ist noch einer. Komm ich da ran? Oh, ja. Lass uns die Kraft von Fenrir nutzen. Ja, mach ich doch. Gut, dass wir hier noch lang gegangen sind. Jetzt fehlen uns noch 10 Fragmente. Wird mir nie wundern, wenn ich noch irgendwo Fragmente übersehen habe. Sollte es nicht so weit weg vom Camp sein. Zurück, geh zurück. Ja, natürlich. Kann ich hier rein? Was macht ihr hier draußen? Sucht Schutz? Hä, warum soll ich Schutz suchen? Komme ich da rein? Nein, natürlich nicht. Ich darf nirgendwo um fremde Häuser rennen. Das ist, ja. Das ist sehr, sehr, sehr traurig. Aber wahr. Gut, weiter geht's nach oben. Und zwar diesen Weg. Wir wissen ganz genau, was los ist. Wir kennen den Herrn da. Oha. Aber hier ist kein Fragment mehr. Schade. Da sind sie. Da sind sie. Oh. Mach deinen Job, Kopfgeldjäger. Und du wirst deine Belohnung auf der Stelle erhalten. Ja, ja. Ich kann nicht glauben, dass du von einem Kind besiegt wurdest. Ich bin ein Kind, du Idiot. Bringen wir es hinter uns. Es ist nichts Persönliches. Okay. Wie du möchtest. Wir haben ja schon mal gegen dich gekämpft. Jetzt noch einmal. Ja, kein Problem. Du bist ja nicht echt. Angeblich. Was ist das? Aber duck. Oh, okay. Weg ist er. Aber duck. Aber duck. Ach, noch so ein. Ferodile. Den haben wir schon. Gott sei Dank. Oh, der nächste, bitte. Mmh. Oh, wie süß. Den werden wir auch noch besiegen. 100 pro. Zack, zack, bam, bam, weg sind sie. Ah, den haben wir gefunden. Gerade eben. Aber wir hauen trotzdem zu. Wir hauen zu, was das... Oh. Blitzlu. Blitzlu. Ja. Alle 55. Nice. Ach, komm schon. Wie kann ein Kind dich besiegen? Scheinbar erwartet Zeta eine Überraschung. Sagt mir, was habt ihr mit ihm da am Hut? Ach, egal. Ihr tut uns allen einen Riesengefallen, wenn ihr diesen Idioten davon abhaltet, die ganze Zeit Blitze zu schleudern. Habt Spaß. Okay. Ja, den Spaß haben wir. Immer. So. Aber vor den Zeta müssen wir den Wächter besiegen. Und kein Fragment. Ah, hier ist was. Ein Elixier. Da ist ein Fragment. Und lauter Gegenstände. Na, na, na. Erst kommt ihr ungefragt in mein Gebirge. Und dann habt ihr die Nerven, mein Haustier zu verprügeln. Nicht wahr? Oh ja. Großer Zeta. Wuff, wuff. Okay, das ist merkwürdig. Du bist stark, zugegebenermaßen. Du hättest eine große Zukunft als mein neues Haustier. Was sagst du? Hättest du wohl, Jana. Du scheinst etwas Überzeugung zu gebrauchen.
Ja, klar. Ich glaube eher andersrum. Jetzt besiegen wir ihn zum zweiten Mal. Ach, was ist das denn? Draklon oder was? Klon ihn weg. Tschüss. Ach, der hat schon wieder. Oh, diese Blitz-Nexo-Dinger. Blitz, Blitz. Blitzy Blue. Ach, den habe ich auch. Das ist mega selten. Aber trotzdem schwach. Hättest du anständig gelevelt, dann wäre er nicht so schwach. So wie das da. Und das ebenfalls. Das hatte ich auch zu Anfang gehabt, aber dann habe ich gewächst auf dem anderen. Ja. Was sagst du dazu, Zeta? Das reicht! Oh? Du hattest deinen Spaß, junger Nexolord. Aber ich kann dich, meinen Gefangenen, nicht weiter verletzen lassen. Und du verschwindest. Gefangener? Was meinst du? Und wer bist du? Du willst mit mir kämpfen? Dem Wächter dieses Albtraums? Du magst ein Nexolord sein, aber du hast noch viel zu lernen. Okay. Wir besiegen jeden, der uns im Weg steht. Auch wenn du ein Nexomon bist. Dich würde ich gerne einfangen in meine Liste. Oh, wie süß. Naja, gut, komm. Hau rein. Alter, und die Scharen reinjauen. Dieses Blitz-Dings. Jetzt einfangen mit Nexo-Trap. Das wäre lustig. Oh nein, du hast mich gefangen. Oder doch eher besiegt? Ha, du bist weg vom Fenster. Besiegt, Junge. Besiegt. Du wandelst auf dünnem Eis, Nexolord. Ohne die Wächter wird der König der Monster unbesiegbar. Weiter geht's. Wir müssen Luxa finden, bevor er abhaut. Ja, das stimmt. Aber vorher... Eine goldene Nexo-Trap. Nice. Ich muss ja aussauen. Was ist Super-Trank? Trunk. Und ein Nexomite-Fragment. 9 Stück noch. Oder 10? 8... 9. Die Erinnerung. Sie kommen wieder. Du hast mich schon zum dritten Mal besiegt. Luxa. Du darfst nicht in die reale Welt zurückkehren. Ich werde deine Seele zurück in den Vortex schicken. Ich habe keine Wahl, oder? Nein, hast du nicht. Die Menschen haben den Krieg wohl gewonnen. Wir werden uns wiedersehen, da bin ich mir sicher. Was meint er damit? Keine Seele ist jemals aus dem Vortex entkommen. Er ist nicht bei Sinnen. Kommt, wir müssen zurück ins Kasma. Yep. Wird immer trauriger. Am Ende ist er, der uns die ganze Zeit begleitet, der Boss. Wird mir nicht wundern. Es kommt mir so ein bisschen komisch vor. Aber wir werden sehen, wo es uns hinführt.
Und eigentlich erst in der nächsten Folge. Mal sehen. Da muss Nadines Gefängnis. Das muss Nadines Gefängnis sein. Ich will das nicht tun. Wir müssen. Los geht's. Der Wächter muss hier irgendwo sein. Ja, das ist der letzte und stärkste Wächter, glaube ich. Aber vorher machen wir hier einen kleinen Abstecher. Heilen uns mal ein bisschen. Und dann kommt die Abmoderation. Die beinhaltet und sagt, bis hierhin und leider nicht weiter. Es tut mir leid an der Stelle. Ich würde gerne weitermachen. Aber was bringt mir das? Ich mache hier eine halbe Stunde Folge und niemand schaut sich das an. Niemand interessiert die Geschichte von Nexomon. Niemand. Auch wirklich niemand. Aber eins nach dem anderen, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Früher oder später gucken Leute sich das an. Irgendwann. Auch in 100 Jahren erst. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, falls du neu auf meinem Kanal bist, gerne abonnieren, um mich hiermit zu unterstützen. Und eine weitere Unterstützung ist auch, wenn du meine Video likes, falls dir diese Folge gefallen haben sollte und die Geschichte von Nexomon. Vielen, vielen Dank fürs dabei sein, fürs Reinschauen, fürs Zuschauen, bis am Ende ausgehalten habt. Und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge. Achso, Glocke aktivieren nicht vergessen, um per E-Mail benachrichtigt zu werden, dass ein Video hochgeladen wurde. Vielen, vielen Dank und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge. Ciao mit V. Tschüss.